Willkommen zum Kassenzone.de Podcast. In dieser Ausgabe spreche ich mit Stefan Schambach über das Thema New Store, Demandware, Intershop und viele andere. Für diejenigen unter euch, die Stefan Schambach noch nicht kennen, das ist wahrscheinlich einer der erfolgreichsten Tech-Gründer in Deutschland. Der Gründer von Intershop, der Gründer von Demandware, gerade für fast 3 Milliarden Dollar an Salesforce verkauft. Und jetzt mit New Stores, einem sehr, sehr spannenden E-Commerce-Technologieansatz in Berlin unterwegs. Berlin und Boston. Wir diskutieren über den E-Commerce-Markt, was heute Händler und Hersteller so interessiert und warum New Stores eine coole Technologie für einige Marktteilnehmer sein kann. Bevor es hier in den Podcast geht, möchte ich mich mal bedanken für das viele schöne Feedback, was wir zu meiner neuen Assistentin bekommen haben, Susi. Und auch in dieser Folge stellt sie wieder ihre neuesten Erkenntnisse zu unserem Podcast-Sponsor Concades vor. Und an dieser Stelle möchte ich Susi einfach mal fragen, sag mal, du hast jetzt ja einige Zeit gehabt, dir Concades anzuschauen. Was hast du denn erlebt? Also ich muss dir sagen, ich bin völlig begeistert von Concades. Es ist einfach, es ist easy und tatsächlich hat es mir besonders die Pay Engine angetan mit den zwei super Features PayLink und Mini Webshop. Der PayLink sorgt dafür, dass du keine Papierrechnungen mehr hast. Du kannst ihn per E-Mail versenden, per SMS oder WhatsApp. Und der Mini Webshop ist perfekt für stationäre Händler, die online gehen wollen. Du kannst zwischen 10 und 15 Artikel online verkaufen, einfach per Drag and Drop das Ganze erstellen. Das ist full responsive, auf allen Devices nutzbar und du kannst es 30 Tage lang in der Vollversion kostenfrei testen. Und sag mal, Susi, du hast am letzten Mal gesagt, man kann sich das irgendwo vor Ort anschauen und auch günstig installieren. Wo war das nochmal? Ganz genau. Du kannst auf concades.com/Kassenzone das Ganze herunterladen und du kannst Concades auf der Internet World Messe in München persönlich kennenlernen. Susi, vielen Dank. Ich glaube, wenn jetzt noch ein Hörer unter den Podcast-Hörern ist, der sich das nicht bei der Messe anschaut oder runterlädt, dann weiß ich auch nicht mehr. Vielen Dank für deinen Support. In der nächsten Ausgabe bin ich mir ziemlich sicher, sprechen wir über einen neuen Podcast-Sponsor. Aber noch vielen Dank an Concades an dieser Stelle und allen Podcast-Hörern viel Spaß mit dem Podcast zum Thema E-Commerce-Technologie mit Stefan Schambach. Hallo Stefan, willkommen zum Kassenzone.de Interview. Heute zum Thema Demandware, Intershop, insbesondere New Stores. Sag doch mal, obwohl du einer der berühmtesten Podcast-Gäste bisher bist bei Kassenzone, wer du bist und was du machst. Ja, mein Name ist Stefan Schambach, ich bin Gründer und CEO von New Store. Meine Karriere habe ich im Wesentlichen mit dem Bauen von E-Commerce-Plattformen und den entsprechenden Firmen verbracht. Angefangen mit Intershop in den späten 90ern. Weiter über Demandware, cloud-basiertes E-Commerce-Prinzip. Demandware wurde vor ein paar Monaten an Salesforce verkauft und seit Anfang 2015 habe ich eine neue Firma am Start, die heißt New Store. Ist eine US-Firma, Headquarter in Boston. Softwareentwicklung haben wir vorwiegend in Berlin, haben auch noch eine Außenstelle in Hannover und eine in Erfurt. Aber wir zeichnen das jetzt hier ja auch in Berliner Office auf. Genau. Insofern ist das tatsächlich da, wo die Plattform entsteht. Sehr cool. Und nur damit die Hörer, die dich noch nicht so gut kennen, obwohl du wahrscheinlich einer der berühmtesten Tech-Gründer bist in Deutschland, Intershop und Demandware, neulich auch New Stores, die haben so ein bisschen ähnliches Setup, USA, Deutschland. Intershop hast du, glaube ich, in Jena gegründet, Ende der 90er Jahre. Ist das ungefähr richtig vom Zeitraum? Und bist dann mit Demandware Mitte 2000er, glaube ich, an den Start gegangen. Stimmt, kommt das ungefähr hin? Ja, und mit dem ähnlichen Setup, das hängt einfach damit zusammen, dass man weltweite Marktführer im Softwarebereich nur sehr schwer aus Deutschland heraus aufbauen kann. Da ist die USA viel geeigneter dafür. Gab sicherlich Unterschiede zwischen Intershop, New Store und Demandware. Bei Intershop haben wir tatsächlich in Jena angefangen, aber frühzeitig entschieden, wir wollen das Headquarter in San Francisco haben und haben dann die Softwareentwicklung aber komplett aus Deutschland gemacht. Bei Demandware war es anfangs ein reines US-Unternehmen. Dann haben einige Mitarbeiter Heimweh gehabt, wollten nach Jena zurück. Da haben wir gesagt, okay, wir machen ein kleines Büro für euch, da müsst ihr nicht kündigen. Von San Francisco nach Jena, okay. Ja, das war in dem Fall von Boston nach Jena. Okay. Und die haben dann aber dort weitere Leute eingestellt. Und mittlerweile hat eben
Ironie des Schicksals, ja. Salesforce, eine Niederlassung mit 200 Leuten in Jena. Ja. Und bei Newstore haben wir es praktisch von Anfang an so gesagt, gemacht, dass wir sagen, okay, wir suchen eine Stadt, die junge Leute anzieht aus aller Welt. Und Berlin ist dort momentan einfach, sage ich mal, weltweit vielleicht sogar die beste Stadt für diesen Zweck. Ja, das merken wir mit Sparker auch gerade, dass das gar nicht so schlecht ist, hier in Berlin zu sein. Und bei Demandware habe ich in den letzten Monaten mitbekommen, das wird auch gerade umgebrandet. Ich glaube, das heißt jetzt Salesforce Commerce Cloud. Das heißt Salesforce Commerce Cloud. Jetzt kann ich mir als eigenes Label auf. Und sag noch mal kurz dazu, du sagst, man kann aus Deutschland heraus nicht so gut Tech-Unternehmen ausbauen und ausgründen. Hat das Marketinggründe? Naja, sagen wir so, gründen kann man schon, ja, aber wenn man jetzt den Anspruch hat, in einer bestimmten Kategorie wirklich global Marktführer zu sein, dann muss man hier die besten Ausgangsbedingungen haben. Dazu zählt zum Beispiel Zugang zu Kapital, aber auch Zugang zu einem großen homogenen Markt. Und eigentlich ist das beste Land heutzutage ist China, noch besser als die USA. Was in China einem, sagen wir, angehenden Unternehmer geboten wird, was Gründung, Kapital und Größe des Marktes angeht, gibt es so noch nicht mal in den USA. Ne? Aber das trifft natürlich nur auf chinesische Staatsbürger zu, die dort auch Familien, Netzwerk, Freunde und so weiter haben. Es ist sehr, sehr schwierig für einen europäischen Gründer dort in China Fuß zu fassen. Aber man kann als europäischer Gründer durchaus in den USA Fuß fassen. So weit weg ist das ja kulturell nicht. Und deshalb ist das für mich sozusagen das Modell geworden. Man sagt, also wenn es praktisch aufgrund der Nichtverfügbarkeit solcher Mengen an Venture-Kapital oder dass es praktisch keine Börse in Deutschland gibt, das soll mich als Unternehmer nicht daran hindern, zu versuchen, praktisch weltweit mit einem Konzept erfolgreich zu sein. Und deshalb gehe ich sozusagen schweren Herzens jeweils in die USA dafür. Und dann pendelst du jede Woche hin und her oder wie machst du das jetzt? Also jede Woche natürlich nicht, aber momentan ist tatsächlich Hälfte, Hälfte. Okay, aber das ist ja schon ein krasser Zeitansatz dann im Flugzeug, um diese beiden Standorte und Standortvorteile dann miteinander auch zu verbinden. Ja, mittlerweile sind wir mit Videokommunikation allerdings so gut, dass nicht alle Mitarbeiter reisen müssen. Ja? Also war das früher bei Intershop anders, wenn man die meinte in der Gründungsphase? Ja, also das hat ja alles nicht funktioniert mit dem Video damals. Ja? Also selbst die teuren Videokonferencing-Anlagen, die sind dauernd ausgefallen, mit ISDN basiert und so weiter, das ging ja alles nicht richtig. Ja? Eigentlich funktioniert Videokonferencing als tägliches Tool so richtig erst seit 2 Jahren. Und das macht er dann hier quasi am Standort dann mit Boston? Wir haben eine Videokultur, ja. Also jeder Mitarbeiter ist täglich in irgendwelchen Videomeetings mit drin. Und die sind tatsächlich viel effizienter, wenn man sie richtig aufsetzt, als Telefonmeetings. Und man kann eben auch Bildschirminhalte sharen und so weiter und so fort. Und es gibt super Tools mittlerweile dafür. Also Zoom kann ich nur empfehlen. Okay. Bin ich nicht dran beteiligt, aber es hat uns praktisch schon ganz viele. Bist du als Investor Nerven aktiv, gespart. Also neben deinen eigenen Gründungen bei? Momentan nicht. Also momentan mache ich als Investor nebenbei gar nichts. Ich habe einfach dafür keine Zeit. Okay, aber das ist eine klare Ansage. Und sag mal, diese verschiedenen Shop-Systeme oder Shop-Ansätze, die du gegründet hast, ist das, die über die Jahre auch entstanden sind? Im Market mal so ein bisschen die kurze Zusammenfassung, Demandware ist eigentlich sowas wie Intershop Hybris in der Cloud, quasi eine Enterprise-Technologie in der Cloud, eine der ersten, die das auch auf dieser großen Skala gemacht haben. Haben sich die Kundenanforderungen über die Zeit verändert oder sind das andere Kundengruppen, die du aufgeschlossen oder identifiziert hast, genauso wie es jetzt mit Newstores ja auch scheinbar der Fall ist? Oder wie hat sich das ergeben? Na gut, also wir haben relativ früh, und zwar 2002, 2003, oder ich habe das zumindest gesehen, dass die damaligen Intershop-Kunden Schwierigkeiten hatten, die Systeme zu betreiben. Und zwar fand dort massives Wachstum statt, gerade bei sehr großen Unternehmen wie Otto. Und jedes E-Commerce-Wachstum führte dazu, dass eben bei der Skalierbarkeit oder bei der Hardware oder bei der Architektur ständig Änderungen gemacht werden mussten. Und dafür die Marketingleute, die praktisch sich das ein oder andere neuen Features oder ein besseres suchen sollte, deren Wünsche wurden praktisch nie berücksichtigt. Ja. Und man muss sich eben vorstellen, so ein E-Commerce-System, wie man das damals aufgebaut hat,
das bestand ja nicht nur aus der Software und dem Server, sondern aus 20 verschiedenen Komponenten, die auch bei jedem Kunden anders waren. Also Dinge wie Speicher, Storage, Load Balancer, Firewall, Datenbanksystem, die verwendete Server-Hardware, die Netzwerk-Hardware und so weiter und so fort. Ja. Und dann alle möglichen Monitoring-Tools noch unten drüber. Und die müssen alle miteinander integriert werden. Und das Ganze wird dann noch in eine ERP-Backend-Landschaft integriert, die auch bei jedem anders ist. Und das führt zu einer Komplexität, mit der ein Unternehmen, was originär Handel betreibt und kein Software-Entwicklungsunternehmen ist, natürlich zu Schwierigkeiten. Ne? Und damals habe ich zum ersten Mal, also das war so, glaube ich, 2002, herum von der damals sehr, sehr jungen Firma Salesforce gehört und überlegt, kann man das nicht auch mit E-Commerce machen? Und zu dem Zeitpunkt war absehbar, dass Linux eines Tages mal ein kommerziell verwendbares Betriebssystem werden wird. Das war nicht jedem klar, aber es war irgendwie, die Experten könnten das schon sehen. Ne? Es gab damals noch kein Cloud Computing, aber es gab die ersten Blade Computing Ansätze, ja, wo man also versucht hat, einen Prozessor mit einem Speicher und den Minimalausstattung von einem Server auf eine Platine zu bekommen, die man dann in hoher Packungsdichte in so einen Schrank reinpackt. Und dann hatten wir auch eine ganz gute Idee, wie wir eine Skalierung automatisieren konnten. Und da war so die Idee für praktisch E-Commerce im Cloud geboren. Ich habe damals versucht, das innerhalb von Intershop umzusetzen. Ich habe also das gesamte Jahr 2003 versucht, dafür interne Ressourcen oder externe Ressourcen in Form von einem Investment zu bekommen, um die Idee umsetzen zu können. Es war praktisch in einem bestehenden Unternehmen, also bei Intershop, unmöglich. Es war einfach nicht möglich. Es spielte keine Rolle, dass ich sozusagen letzten Endes alles hätte entscheiden können. Es war aufgrund des Innovators Dilemma, bekanntes ja. Problem, einfach nicht möglich, das innerhalb vom Unternehmen zu machen. Und ich habe dann im Grunde genommen das mit Demandware auf der grünen Wiese umgesetzt, aus diesem Grund. Und anfangs war tatsächlich der einzige Unterschied, wenn man so will, dass wir in der Cloud waren. Aber dann kamen Dinge dazu, wie wenn wir ein Feature entwickelt haben, hat es sofort jeder Kunde ohne Migration. Ja? Oder automatische Skalierung. Oder wir haben angefangen, Bestandteile von anderen Paketen, also zum Beispiel Suche und Navigation und Merchandising, die haben wir nachgezogen als Funktionalität. Ja. Das waren Dinge, die man in der Intershop-Welt, in der alten Welt extra kaufte von Endeca oder von jemand anders. Ja. Und wir haben da dort schon eine Menge, speziell was Merchandising angeht, an Funktionalität eingebaut. Und zum ersten Mal im Grunde genommen dadurch eine E-Commerce-Plattform geschaffen, die von der E-Commerce-Abteilung eingekauft werden kann und auch betrieben werden kann. Das war uns ganz wichtig, ja, dass es also nicht etwas ist, was von der IT-Seite exklusiv betrieben werden kann, wo die Merchandiser wegen jeder kleinen Änderung im Grunde genommen einen Programmierauftrag erteilen müssen. Wir wollten das konfigurierbar machen. Hattet ihr auch zuerst einen Kunden in den USA mit Demandware? Ja. Und ja, dann erst nach Deutschland gegangen. Quasi das ist korrekt. Ja. Okay, weil wir machen heute in der Spiker-Welt, wir beschreiben ja diese Shop-System-Entwicklung ein bisschen in Generationen. Und was du gesagt hast, dass es am Anfang total schwierig war, für den Händler diese Systeme zu warten und zu maintainen. Das haben wir auch beobachtet, auch gesehen, dass es dann Systeme gab, die das irgendwie einfacher gemacht haben, entweder in der Cloud oder so einfach dann mit PHP, da ist ja Magento auch entstanden dann 2007, 2008, dass man wirklich einfach installieren konnte und sozusagen ja out of the box ein Shop-System hatte. Und heute sehen wir für so klassische Handelsunternehmen wird halt zunehmend schwerer, sich mit normalen Features am Markt zu beweisen und Umsatzwachstum überhaupt zu generieren. Und ob sie wollen oder nicht, müssen sie so ein bisschen zum Technologieunternehmen werden. Und das öffnet uns momentan die Türen und zeigt uns momentan einen Markt auf, der halt bedeutet, dass man stärker in IT wieder investieren muss. Und jetzt fängt sich an, die IT zu wandeln. Also das, was du beschreibst, die E-Commerce-Abteilung konnte einkaufen und das System steuern, das trägt sich jetzt auch in die IT durch, die auf einmal nicht mehr Cost-Center ist, sondern die IT muss auf einmal das Business treiben. Und das sehen wir bei vielen, vielen gewachsenen Unternehmen. Das ist natürlich nicht ganz einfach, dieser Wechsel, aber es scheint jetzt wieder so eine Verschiebung stattzufinden. Und deshalb ist es für mich auch total interessant, mit dir zu reden und mal zu verstehen, was deine Rationale ist oder was sozusagen deine Erfahrung ist mit einem Ansatz wie
wie New Stores. Ich habe mir auf eurer Webseite mal das, das Video angeguckt. Das ist für mich so eine Mischung aus Shop-System, Mobile-First-Ansatz, Omni-Channel-System, also sehr stark aus der Kundenperspektive beschreibt ihr ja das in dem Video, was da, was, wie das eigentlich funktioniert. Was ist da jetzt anders oder was hat dich quasi getrieben, nach Demandware nochmal ein System zu entwickeln, was ja wahrscheinlich wieder neue Kunden ansprechen soll? Na, zunächst mal, was anders ist, ist, wir haben das komplett von der modernen Kunden-Experience heraus entwickelt, ja, die wir haben wollen und nicht von einem, sage ich mal, Unternehmen nach außen, um irgendeine Funktion abzudecken, ja, sondern wir haben explizit überlegt, wie verhält sich ein, sage ich mal, moderner Shopper heutzutage, was für Erwartungen sind schon in dem aufgebaut, ja, durch Amazon und Co. und so weiter. Und was kann man dann mit Technik machen? Und da kommt bei uns eigentlich raus, ist nicht Mobile First, ist Mobile Only. Ja, wir haben also keinerlei Interesse, irgendetwas außerhalb von Mobile zu machen. Es kommt auch dabei raus, dass... Woran liegt das? Also nur damit wir es quasi Feature für Feature einmal diskutieren. Also ist das, wir beschreiben das auch immer, also der Desktop spielt zunehmend eine kleinere Rolle im Kaufprozess. Also ist das... Leitet ihr das genauso ab? Die Desktop-Nutzung spielt gar keine Rolle mehr in diesem Kaufprozess, oder? Naja, also zunächst mal, wir fokussieren uns ganz klar auf den Mobile-Teil und unser typischer Kunde hat in den meisten Fällen schon eine E-Commerce-Website. Die wollen wir auch gar nicht ersetzen. Okay. Sondern wir bilden den Mobile-Teil ab und ob inwieweit auf der E-Commerce-Seite noch irgendein Wachstum stattfindet, ist, sag mal, das ist nicht unser Geschäft. Ja, wir kümmern uns um den Mobile-Teil und dort sehen wir auf jeden Fall massive Wachstumschancen. Und dieser Mobile-Teil, kannst du das mal ein bisschen beschreiben, aus der, also was sind das für Kunden, die das einkaufen und einsetzen, die dann neben ihrer E-Commerce-Website, www.webseite.de, da kann der Kunde irgendwie einkaufen. Also was macht er bei euch anders als bei, die Webseite könnte ja auch eine mobile Version haben. Also die könnte ja irgendwie responsive sein, da könnte man auch einkaufen. Also was kann man bei euch mehr machen oder was ist bei euch anders im Kaufprozess, was diesem Mobile-First-Ansatz irgendwie entspricht. Gut, also erstmal empfehle ich jedem, der sich nicht genau vorstellen kann, was New Store macht, sich das Video anzuschauen. Das binde ich auch im Podcast ein, ich verlinke das, dann super, kannst du das da super. Das zeigt eben wirklich eine völlig andere Consumer Experience als das, was man bisher von E-Commerce gewöhnt ist. Und zwar eine, die die Marke gesamtheitlich mit einbezieht, eben nicht nur den Shopping-Prozess online, sondern eben auch den Shopping-Prozess im Laden, ja, und die verschiedenen Querverbindungen, die es dazwischen geben kann. Wir sehen an den Daten, die sind, speziell der vergangenen zwei Jahre, dass wir auf eine, sag ich mal, Smartphone-Only-Zukunft zugehen, was E-Commerce angeht. Die mag heute noch nicht da sein, aber sie ist an den Trends ganz deutlich zu erkennen, dass es dorthin gehen wird. Und wenn man ein Smartphone als primäres Shopping-Tool einsetzt, dann ist es im Gegensatz zum Laptop, der zu Hause irgendwo auf dem Tisch steht, eben auch etwas, was man ständig mit sich hat. Und zwar auch, wenn man etwa in einem Laden ist und dort kauft. Und dort muss natürlich der Verkäufer ein entsprechendes Gegenstück dazu haben. Und wenn das der Fall ist, wenn er also auch ein Smartphone hat mit einer entsprechend gestalteten App, dann lassen sich sehr viele interessante Szenarien abbilden, angefangen von Bezahlen, ohne an der Kasse anzustehen, über das sogenannte Clienteling, über personalisierte Empfehlungen bis hin zu einer Bezahlvariante, wo Apple Pay oder PayPal One Touch eingesetzt werden kann, ohne dass man jemals die Kreditkarte rausnehmen muss. Also man kann das also direkt praktisch über das Smartphone des Käufers in Kommunikation mit dem Smartphone des Verkäufers abwickeln. Wir sind jetzt hier gerade in dem Demo-Store in eurem Büro in Berlin. Ich habe, soweit ich euer Tool verstanden habe und auch das Video studiert habe, verstanden, dass das eine relativ spannende Lösung, relativ spannendes Konzept ist, insbesondere für vertikal aufgestellte Marken, also Marken, die im Wesentlichen ihren Umsatz mit eigenen Produkten betreiben. Ich habe als Beispiel so ein Zara, H&M. Ich weiß nicht, ob das in dieser Preisklasse funktioniert. Kannst du vielleicht was dazu sagen? Und ich stelle mir das so vor, dass
man Kunden braucht, die dieser Marke treu gegenüberstehen, also die sagen, ich möchte jetzt einen XYZ, meinetwegen Zara-Teil kaufen, die kommen dann in den Laden, haben möglicherweise dadurch, dass sie sich besser identifizieren können durch diese App, eine bessere Vorselektion, können sie vielleicht was vorab dahin legen lassen, können einfacher retournieren. Das verstehe ich soweit, aber muss das denn nicht auch in diese klassische Warenwirtschafts-ERP-Landschaft bei dem vertikalen Hersteller integriert sein, genauso wie der Shop ja auch bei dem integriert sein muss. Also konkurriert das da nicht irgendwie so ein bisschen? Ja, also vielleicht erstmal kurz was zur Zielgruppe und dann zum zweiten Teil der Frage. Also, zur Zielgruppe. Momentan sind wir sehr stark auf den US-Markt fokussiert und adressieren dort im Grunde genommen Marken, die eben auch E-Commerce und auch Retail haben, ne? Also die praktisch auch Läden haben. Und also wir würden jetzt zum Beispiel nicht auf einen Online-Only-Händler zugehen, der würde bei uns praktisch überhaupt nicht passen, ja. Und umgekehrt, jemand, der im Internet bisher gar nichts gemacht und auch keine Website hat und komplett auf uns setzen will, das unterstützen wir da auch nicht, ne? Also das Setup ist praktisch zum Beispiel eine Modemarke, es könnte aber auch eine Spielzeugmarke sein oder ein Parfüm oder irgendwas, was im Internet eben gut geht, wo eine starke Eigenmarke da ist. Also die Unternehmen, die nicht alles auf Amazon machen können oder wollen, sondern diejenigen, die für die es wirklich sehr wichtig ist, ihre eigene Marke sowohl mit eigenen Läden als auch mit eigenen Internet, Digital und Mobilauftritten zu unterliegen. Ab einer gewissen Größenordnung, ja. Also, sagen wir, die müssen schon wenigstens, sag ich mal, so typischerweise einen substanziellen Online-Revenue-Anteil haben und, sagen wir mal, wenigstens 20 Läden und so weiter. Es ist selbstverständlich möglich, auch europäische Marken zu adressieren, sofern sie in den USA Geschäft machen. Und später werden wir praktisch dann auch nach Europa kommen und in Großbritannien sind wir in gewisser Weise schon mit Adidas. Die Einbindung in die bestehenden Prozesse. Also zunächst einmal haben wir ein Omnichannel Order Management oder eine Omnichannel Order Management Funktionalität in unsere Plattform mit eingebaut. Weil die mit eingebaut ist, ist die Integration in die Restsysteme sehr viel einfacher. Die Integrationsaufwände sind sehr viel geringer, weil wir viele dieser Prozesse selbst bei uns lösen. Ja. New Store ist so designed, dass es praktisch neben einem bestehenden Kassensystem betrieben werden kann, neben einer bestehenden E-Commerce-Website betrieben werden kann. Im Gegenteil, es gibt sogar eine Integration direkt zur Website. Also einer bestehenden Demandware-Website zum Beispiel können wir Pick, Pack and Ship vom Store als Service anbieten oder also die dann praktisch über die Mindware abgewickelt wird, quasi, wo ich anbindet. gut, also da kann die Order kann von dem Demandware kommen, ja, und wir können sie weiterverarbeiten und Ah, zum okay. Beispiel entscheiden, kommt sie jetzt von einem Distribution Center oder kommt sie aus einem Laden in der Nähe und mit welchem Lieferdienst. Also wird praktisch die komplette, das Order Management, das Order Routing, die Bezahlung und diese Dinge übernehmen. Und dieser USA-Fokus kommt ja daher, dass ihr auf die Infrastruktur vor Ort angewiesen seid, sowas wie Apple Pay oder bestimmte, ihr habt in diesem Video ist zum Beispiel auch so einen Returnprozess drin, dass man irgendwie spontan im Restaurant Es irgendwas gibt viele kauft. gute Gründe, das in den USA zu machen. Also einerseits ist es ein homogener Markt. Das heißt, wenn wir einmal was zum Funktionieren bekommen, ist der Markt einfach viel größer als, sage ich mal, jetzt nur Deutschland. Ja? Sag mal, in Europa sind ja die Märkte relativ unterschiedlich und diese Kosten gleich für unterschiedliche Märkte zu arbeiten, die haben wir dadurch nicht, das ist homogen. Ne? Zum Zweiten gibt es Apple Pay oder Last Mile Delivery Services wie Uber Rush und Deliv, die funktionieren auch, die speziell für unser Geschäftsmodell geeignet sind, während das, sagen wir mal, in Europa eher auf Food Delivery und so weiter ausgelegt ist. Also hier gibt es zwar auch schon die ersten Ansätze, aber die sind noch nicht so weit. Also Deliv deckt zum Beispiel 82% der US-Bevölkerung ab. Ne? Die sind damit erreichbar. Das ist schon beeindruckend. Ne? Das haben wir einfach in Europa noch nicht so. Und es gibt auch Datenschutzprobleme, sage ich mal. Also zum Beispiel das Erkennen von Kunden im Store, das ist in den USA überhaupt kein Problem. Hier müsste man wahrscheinlich erst mal mit den ganzen Verboten beschäftigen, die solchen Dingen gegenüberstehen. Es bleibt ein Also, Graubereich und das, was vielleicht noch heute hellgrau ist, ist morgen möglicherweise schon verboten. Das stimmt, ja. ja, also ich sage mal so, da möchten wir darauf warten, bis sich das hier geklärt hat und gehen da lieber in einen Markt,
der erst experimentiert und dann reguliert, anstelle in einen Markt, der erst reguliert und dann finden keine Experimente statt. Ja. Okay, das verstehe ich. Also diese ganze Infrastruktur, das bedeutet aber auch, dass ihr auch in eher so Metropolen wie New York oder San Francisco oder Boston anfängt, wo auch diese neueren Dienste wie Apple Pay, Uber Rush und Co. auch schon etabliert sind. Also genau. Wo diese ganzen Szenarien, die ihr aus Endkundensicht beschreibt, tatsächlich auch eintreten können. Ne? Also ja, aus Endkundensicht muss man sich das so vorstellen. Also wenn man in so einer Metropole lebt, wo es praktisch Filialen eines unserer Kunden gibt, dann gibt es eben zusätzliche Services wie diese Rush Delivery, ja, dass es in einer halben Stunde da ist oder dass man sagt, ich brauche es morgen zwischen 19 und 19.30 Uhr. Wie funktioniert diese Rush Delivery? Also ein Laden kann über irgendwie buchen und sagen... Das macht unsere Plattform automatisch. Okay. Also da braucht kein extra Buchen stattfinden, sondern in dem Moment, wo ein Verkäufer in einer Filiale von uns ausgewählt wird, kümmert sich um diese Bestellung und das auch akzeptiert hat und auch gesagt hat, ja, diese Größen, Farbenkombination habe ich. In dem Moment wird der Lieferdienst gerufen und während der Verkäufer das sozusagen zusammenpackt, die Belege ausdruckt, das in der Tüte tut, fährt der Lieferservice ran und die treffen sich auf der Straße. Und damit ist die Übergabe ohne Parken möglich. Okay, das heißt, ihr kümmert euch dann um die Fakturierung, Verrechnung, dass der richtige Kunde das an der richtigen Adresse bekommt zur richtigen Zeit. Genau, und das ist auch wiederum mit Apple Pay gefahrlos möglich oder auch mit PayPal One Touch, weil dort, sagen wir mal, diese Sicherheitsmaßnahmen, die man bei normalen Kreditkartenbezahlungen braucht, dass man nur an bestimmte Lieferadressen liefert, die braucht man dann nicht. Ne? Also das ist im Grunde genommen durch andere Art von Sicherheitsmaßnahmen abgesichert, dass es in, sage ich mal, in den allermeisten Fällen definitiv sich um den Besteller ist tatsächlich der Besitzer dieses iPhones. Ja, glaube ich. Also das macht auch sozusagen daraus auch relativ klar erkennbar, warum man sich erstmal in diesem Markt mit dem Modell beschäftigt. Weil das Video, was er zeigt, was ja hoffentlich alle diesen Podcast hören und sehen, jetzt auch nochmal anschauen, ist auch schon, also das sind aus meiner Sicht so der ein oder andere Edge Case dabei, aber es liegt ja eher daran, dass das für uns heute noch nicht so normal ist oder weil halt das Thema Mobile Shopping noch nicht gleich verteilt ist. Das ist genauso wie Cloud Commerce vor 15 Jahren. Das ist schon sehr weit. Klar, und ich will ja auch nicht verschweigen, wir sind ja ganz früh in der Entwicklung und sicherlich ist nicht alles, was wir da in dem Video zeigen, schon in der Breite vorstellbar. Und da ist bestimmt auch das eine oder andere drin, was dann am Ende doch nicht so umgesetzt wird, wie zum Beispiel Instant Exchange. Da sagen alle, das ist wunderbar, aber haben wollte es noch keiner. Glaube ich, ja. Aus Ladensicht, also aus Kundensicht ist das, macht das schon extrem, ach, da läuft auch sogar im Hintergrund das Video. Aus Kundensicht macht das schon Sinn, aus Ladensicht, das kann ich total verstehen. Habe ich mir auch überlegt, als ihr das gezeigt habt, dass das... Aber es steht exemplarisch für die Dinge, die man machen kann, wenn man diese API-gesteuerten Lieferservices zur Verfügung hat. Wenn man tatsächlich sich auf mobil konzentriert, wo man eben auch die GPS-Position von dem Kunden und vom Fahrer, wo man diese Daten alle hat, ja, da kann man, oder was man machen kann, wenn die Bezahlung praktisch nicht oder nur mit völlig unvertretbaren Aufwand, durch Betrug gestört werden kann. Ne? Also wenn man diese Dinge so in Echtzeit und verlässlich organisieren kann, dann sind ganz andere Geschäftsvorfälle möglich, an die man so gar nicht denkt. Und was erklärst du den Kunden? Wir erleben das ja in der Spiker-Welt auch immer hinsichtlich Hybris, Demandware und diesen ganzen IBM-Solutions, mit denen wir immer sozusagen in der Pitch-Situation stehen. Was erklärst du denn den Kunden, die sagen, kann ich das nicht auch mit Shopify und Magento einfach bauen? Weil so ein Bestellservice ist nicht nur eine mobile Webseite, die man mit Apple Pay verbinden muss. Also oder kommt überhaupt die Situation, dass Kunden das so fragen? Nein. Weil ihr so neu seid oder sozusagen erzeugt ihr diese Nachfrage bei den Kunden? Also sag mal so, wenn wir so etwas korrekt aufbauen wollen würden, wäre das ein massiver Aufwand. Die Kleinen können sich's nicht leisten. Das, was jetzt hier gerade, also das wirklich aus, sag ich mal, Einzelkomponenten, Open Source, eine Entwicklermannschaft, können sich in allermeisten Fällen nicht leisten und die größeren, auch für dieses sehr teuer. Ne? Also ich habe jetzt gerade ganz frische Zahl, war letzte Woche in Los Angeles, haben wir so ein
ein CEO-Dinner gemacht mit verschiedenen Brands. Da war eine große Marke dabei, die macht das intern. Ja? Also die haben praktisch ungefähr das, was wir als Plattform anbieten, selbst entwickelt, für sich selbst. Ja? Für diesen Use Case. Mhm. So. Und allein die Consumer-App, ja? Die kostet 600 bis 800.000 Dollar pro Jahr. Ja, das ist das, was die praktisch, das ist die Mischung aus den internen Kosten und den Agenturkosten, die haben, die zu maintainen. Okay, und das ist dann euer Ansatz. Ist das ähnlich wie die Mantel in der Cloud gehostete System, was der Kunde dann über die Cloud bekommt, oder ist das eine On-Premise-Lösung, die bei jedem Kunden individuell? Das ist eine Cloud-Lösung. Also wir glauben grundsätzlich, dass Business-Anwendungen sind Cloud-Lösungen. Warum würde jemand selbst mit, also sie läuft auf Amazon Web Services, ja, und ich glaube daran, dass es für standardisierbare Geschäftsanwendungen eigentlich an der Cloud nichts vorbeigibt. Ja. Das glaube ich auch. Also ich bin in der gegenteiligen Welt ja unterwegs, der Kunden sagen, über den Standard kann ich mich nicht mehr differenzieren im Markt. Da ist aber die Webseite auf einmal das Produkt. Bei euch ist ja die Webseite, ist ja ein Service, um ein Produkt, wie zum Beispiel diese Kleidung, genau, die hinter dir hängt, genau, auszuliefern. Das ist komplett der Gegenteil, sozusagen diametral auf der anderen Seite des Marktes. Und ich kann mir halt schon vorstellen, dass es halt Kunden gibt, die sagen, ich habe jetzt hier schon so viel in mein Halbös, Demand, Bear, Magento, was auch immer investiert. Jetzt kommt Stefan nochmal an, ja, und sagt, jetzt brauche ich diese App, die man darüber irgendwie kaufen muss. Aber eigentlich ist das ja nun, also ich kann mir total gut vorstellen, dass Kunden das erstmal so verstehen wie eine mobile Variante des Online-Shops. Das ist es ja gar nicht. Was sind denn die Probleme des Handels momentan, also speziell, wenn man an Marken denkt, ja. Die haben seit 2 Jahren rückläufige Besucherzahlen in ihren Läden, ja, in die sie viel Geld vorher investiert haben. Vertikale Marken. Ja. Keine klassischen, wir reden jetzt nicht über einen Pico und Kloppenburg zum Beispiel, die doch, sind nicht drin. Natürlich, die sind im Grunde genommen alle, es ist unabhängig übrigens außerdem noch davon, ob sich da um Eigenmarken handelt oder praktisch traditioneller Retail. Ja? Hm. Die Besucherzahlen sind praktisch fast überall rückläufig. Hm. Ja? Und zwar drastisch rückläufig. Also gut, man kann das zum Beispiel, kann es in der Presse ja verfolgen. Also zum Beispiel Diskussion um Hugo Boss und die Umsatzzahlen und der CEO-Wechsel und so weiter und so fort. Also das betrifft aber ganz viele, eigentlich alle, mit denen wir sprechen. Ja? Alle, die im stationären Handel. Alle, die im stationären Handel unterwegs sind. Ja. Und neuerdings, relativ neu, seit so einem Jahr, gibt es auch Stagnation auf den E-Commerce-Webseiten. Das hat andere Gründe, weil Responsive Design halt schlecht ist auf kleinen Bildschirmen. Stagnation auf den Seiten dieser stationären Händler oder in Summe? Also E-Commerce und so wächst ja relativ stark. Große stationäre Händler und auch Marken, die E-Commerce schon viele Jahre betrieben haben und sich an so 20% bis 30% Wachstum pro Jahr auf der E-Commerce-Seite gewöhnt haben, ja, das findet einfach nicht mehr statt. Aber der Traffic steigt massiv, ja. Also die Conversion Rate ist schlecht. Das liegt daran, dass die Webseiten im Grunde genommen für Desktop gebaut wurden, eben nicht für Smartphones. Und es reicht auch nicht, dort mit Responsive Design gegenzuhalten, weil dort entsteht auch nur eine klein herunterskalierte Version, sagen wir mal, der eigentlichen Website. Wenn ich bei so einem vertikalen Händler, also bei einer vertikalen Marke, nicht zufällig schon Kunde bin, wenn ich noch nicht Kunde bin, ja, dann muss ich 20 Formfelder, also 20 Formularfelder ausfüllen auf einem kleinen Bildschirm. Das macht ja keiner. Ja? Und das ist ein ganz praktischer Nicht gerne Effekt. Zumindest. Das muss schon ein sehr begehrtes Produkt sein. Ja. Genau. Ja. Und sagen wir so, das lässt sich eben mit traditionellen Technologien so nicht lösen. Da muss es schon ein bisschen mehr sein. Da braucht man schon Apple Pay und eine App. Ja, also gebe ich da vollkommen recht. Also wir sehen ja auch diese Stagnation, also insbesondere diese sogar große Online-Pure-Player, die in den letzten Jahren viel gewachsen sind, die noch nicht mal das Thema stationär hatten, merken diese Stagnation ja auch. Also in der westlichen, also zumindest in Europa, da kennen wir die Zahlen ja relativ gut, ist es ja vor allem Amazon, das profitiert. Amazon profitiert, Markt, genau. Also Amazon ist der einzige große Profiteur und vielleicht noch Zalando in Europa, kann man noch mit dazu rechnen. Ne?
und aber alle anderen verlieren. Ja. Und sie verlieren, weil sie den Kunden keine adäquate User Experience bieten. Ja. Der Kunde will ja nicht unbedingt alles bei Amazon kaufen. So ist es ja nicht ganz so. Das liegt, woran liegt das eigentlich? Weil da habe ich schon ein Login, da bin ich immer angemeldet in meiner App. Also ist es super einfach, da hinzugehen, einzutippen, was ich haben will und zu bestellen. Ja. Aber es bedeutet eben auch, dass für eine Luxusmarke zum Beispiel, die möchten eben nicht, sagen wir, das Designerkleid neben Klopapier auf Amazon angezeigt haben, da zerstören die ihre Marke. Das heißt, die können auch nicht so einfache Geschäftsmodelle umstellen und sagen, da verkaufen wir es eben über Amazon. Das funktioniert in vielen Segmenten schlichtweg nicht oder nur kurze Zeit und dann ist die Marke kaputt. Ja. Dort müssen die Marken in der Lage sein, etwas anzubieten, was kein Login benötigt, wo man auch sofort kaufen kann, Impulskäufe und so weiter tätigen kann, wo es einen zusätzlichen Service gibt, den ich bei Amazon nicht bekomme, der zum Beispiel meine App zur Fernbedienung von dieser Marke macht, ja, integriert mit Services im Laden. Ja. Und diese Customer Experience, ja, das treibt unsere Kunden an, das wollen die machen. Ja, die fragen sich nicht, kann ich da nicht irgendwie günstiger so ein Kit mir holen und das macht mir dann so ein bisschen mobile etwas schöner, ja? Diese Firmen gibt's ja auch, die sowas anbieten, ja? Also Branding Brands zum Beispiel, ja, oder. Ja, also, ich erlebe auch ganz viele Marken, die es nachfragen. Also ich versuche mal kurz nachzuverziehen. Also du hast schon recht, bei Zalando und About You zum Beispiel, der sehr weit vorne sind im klassischen E-Commerce, Fashion E-Commerce in Deutschland, die reporten schon höhere Umsätze eigentlich über die mobile Variante, die auch in der Regel gut ist bei diesen beiden Brands, als überhaupt Umsätze über die Desktop-Variante. Bei den Händlern, die noch so einen Desktop-First-Mobile-Ansatz haben, also im Grunde genommen einfach nur eine schlecht gestrippte Desktop-Webseite auf dem Mobile-Gerät, die sagen, ja, 20-30% der Umsätze, wobei der Kausaleffekt falsch ist, Nachfrage ist eigentlich schon höher. Ne? Und in so einem Mobile-First-Ansatz könnte man wahrscheinlich heute schon auf 80-90% kommen für bestimmte Marken. Also da gebe ich dir auf jeden Fall, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Wie geht ihr denn damit mit dem Spagat um? Also ob es jetzt ein Hugo Boss ist oder andere, das wird ja auch in den USA, wird es den Marken ja stationär, außer wahrscheinlich in New York Innenstadt, keine Ahnung, sozusagen ein bisschen an den Kragen gehen. Die haben jetzt auf der einen Seite das Problem, dass ihre E-Commerce-Investments, ihre normalen Websites nicht mehr so richtig gut funktionieren oder die haben vielleicht mal gut funktioniert, aber funktionieren zunehmend schlechter. Und die Läden funktionieren auch nicht mehr so gut. Haben die denn eine hohe Investitionsbereitschaft, einen hohen Investitionswillen in so eine Technologie, die ihr anbietet? Ja. Und sagen, dann machen wir auf jeden Fall mit. Ja. Weil die diesen Omnichannel-Case sehen, also den Kunden, den sie über alle Kanäle. Es stimmt ja gar nicht. Eigentlich ist ja gar kein Omnichannel-Case. Das ist auch ein Omnichannel-Case. Es ist ein Mobile-First Omnichannel-Case. Ja. Und letzten Endes, wir haben herausgefunden, dass die beiden Themen zusammengehören. Das ist einfach. Ja. Die einfachste Erklärung. Da braucht man keine Webseite mehr, das ist der Trick. Also im Grunde genommen ist das Omnichannel ohne Webseite. Momentan braucht man schon noch eine Webseite. Ihr braucht, aber das ist ja so, also ich verstehe Omnichannel immer so eine Art Übergangsphase vom stationären zum Pure Player und ihr braucht eigentlich, die Webseite ist für euch auch nur eine Art Einstiegstor, weil sonst quasi dieser Aufwand, den ihr betreiben müsstet, damit das irgendwie funktioniert, also die Warenverfügbarkeit digital abbilden, bestimmte Versandprozesse irgendwie. Das ist schon alles da. Das ist ja bei denen noch nicht da wäre, wäre es wahrscheinlich. Nein, auch wenn es nicht da wäre, wäre das lohnenswert unter Umständen. Aber sag mal, das ist eine Frage, wo gehen wir zuerst hin? Wir gehen natürlich dorthin, wo es mehr oder weniger gut in die Landschaft passt, ohne dass es irgendein System ersetzt und möglichst so, dass die Daten schon da sind, klar. Okay, ich habe noch ganz viele andere Fragen, aber wir nähern uns schon ein bisschen sozusagen ans Ende deiner terminlichen Verfügbarkeit. Kannst du mal ein bisschen was zum Status quo von eurer Software sagen? Ihr habt jetzt 2015, da habt ihr gegründet, hast du gesagt, oder habt ihr eigentlich angefangen, dieses System so zusammenzustellen? Wie viele Leute seid ihr an den Standorten und wo steht ihr eigentlich in dem sozusagen in der Produktentwicklung? Ich habe jetzt einen Adidas-Case gesehen vor kurzem, den ihr irgendwie promotet habt. Gibt es irgendwie noch andere Cases, andere Dinge? Also wir sind insgesamt 150 Leute. So genaue Aufteilung will ich jetzt vielleicht gar nicht so sagen, aber die meisten sind, das größte Büro ist in Berlin. Ja. Wir haben zwei Kunden live, Adidas und ein New Yorker Fashion-Marke, Tacoon. Es gibt weitere, die in verschiedenen Stadien der Verträge und der Implementierung sind, aber es ist früh. Ne? Also wir sind man kann mal mit Fug und Recht sagen, wir sind ein Startup. Und wie funktioniert euer Geschäftsmodell? Basiert das auch? Ist das umsatzbasiert oder transaktionsbasiert oder gebt ihr sozusagen, je mehr Kunden das irgendwie nutzen auf der App, rechnet ihr da noch irgendwie ab? Oder? Ja, das ist ein Shared Success Modell, ähnlich wie das bei
anderen in diesem Umfeld üblich ist. Ne? Also so praktisch ein Teil vom Umsatz, der okay. über die Plattform läuft, wird abgerechnet. Okay, und diese, sagen die ersten größeren Installationen, die dann wahrscheinlich ja im New Yorker Umfeld laufen, erwartet ihr in diesem Jahr, dass sie noch live gehen? Also so richtig so forward-looking Statements möchte ich hier doch nicht geben, ja? Ja, musst du nicht. Also ist ja nur, also ich finde den Case schon total interessant und ich meine irgendwann, wenn die Leute ja fragen, also funktioniert das? Also ist das für eine? Also ich glaube, es funktioniert zum Beispiel nicht für Marken, die vielleicht vom Kunden gar nicht mehr so gefragt sind. Wir sehen ganz, ganz viele Cases, wo man sagen muss, ja, das Handelsmodell, das funktioniert irgendwie stationär nicht und irgendwie eine mittelmäßige Webseite hilft ihm jetzt irgendwie auch nicht mehr. Klar, aber das gibt's ja bei dem Handel und bei Marken schon immer. Das ist ja kein Phänomen vom Mobilzeitalter oder vom Amazon-Zeitalter. Ne? Also es gibt eben auch mal tatsächlich den Fall, dass die Produkte niemand mehr will. Ja, weil die spannende Frage, die ich jetzt hätte, wenn ich eine Marke wäre, ne, und ich begehrte Produkte habe und hier, ich weiß nicht, was jetzt so der Durchschnittsbon von dieser Marke ist, die ihr jetzt habt, würde ich halt sehr gerne wissen, wenn ich in so einen Bereich investiere und diesen Omnichannel-Case oder diesen Mobile-First-Case abbilde, also kriege ich tatsächlich einen höheren Warenkorb hin, kriege ich mehr Daten über die Kunden hin, kann ich meine Stores möglicherweise effizienter oder besser ausstatten, um dann den Quadratmeterumsatz zu erhöhen. Das sind ja so die Sachen, die mich dann treiben würden als Markenentscheider. Ne? Und irgendwann muss man ja dafür. Also wir werden mit Sicherheit zu gegebenen Zeitpunkt in der Lage sein, dort auch was in Zahlen dazu zu sagen. Also aus eigenen Daten sind wir da noch nicht so weit, aber die einzelnen Use Cases sind ja hinreichend in der Vergangenheit beschrieben worden. Also was passiert, wenn jemand Omnichannel richtig macht, ja? Oder es gibt sehr erfolgreiche Shopping-Apps. Es gibt ja alles einzeln in Stückchen. Ja? Wenn man sich das zusammen baut, dann kann man sich vorstellen, dass es auf jeden Fall eine deutliche Verbesserung gibt. Wie viel, das werden wir herausfinden. Das ist auch durchaus so, dass es bei jeder Marke anders sein kann. Ja? Ja, da müssen wir uns spätestens zu dem Punkt, wenn es diese Zahlen gibt, müssen wir uns nochmal zusammensetzen. Dann würde ich das gerne nochmal mit dir weiter betrachten, diesen Case. Ich finde den total spannend. Ich finde sehr weit voraus geschaut, wie sich dieser Markt entwickelt. Ich finde es auch total spannend zu verstehen, dass das eigentlich nochmal ein anderes Kundenklientel ist, ein anderes als sozusagen im Intershop. Die habt ihr quasi mit dem normalen Händler angefangen, mit dem Otto Neckermann und Co. Die Mahnwehr ist dann sozusagen die klassische Marke gewesen, die dieses Thema sozusagen aus der IT eigentlich rausholen wollte. Und hier ist es ja nochmal ein ganzes Stück weiter gedacht für vertikale Marken. Ich habe das Thema Spielzeug ist für mich neu, da muss ich mal drüber nachdenken, aber es macht wahrscheinlich ab einer bestimmten Warenkorbgröße macht das auf jeden Fall Sinn. Extrem spannend zu verfolgen. Vielen Dank erstmal für deine Zeit und ich hoffe, du hast noch ein paar Tage in Berlin. Klar, danke.